Sollen wir heute mal über Kyla Shikes reden? Ich glaube ja. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Einige hatten es sich gewünscht, habe ich in den Kommentaren gelesen und ich wollte es eigentlich auch vorher tatsächlich mal machen. Jeder weiß, die Abmahnung von Till Lindemanns Anwältin gegen die YouTuberin Kyla Shikes ist seit einiger Zeit rausgegangen. Es wurde eine Unterlassungserklärung wohl in zwei Punkten abgegeben. Das Video wurde ein wenig gekürzt. Aber was könnte eigentlich noch in der Abmahnung drin gestanden haben? Um welche Punkte könnte es gehen? Und um das zu ergründen, habe ich mir jetzt die Mühe gemacht und mir die Zeit genommen, das Video von Kyla Shikes noch einmal in großen Teilen anzusehen und dazu meinen Senf zu geben. Das Ganze ist also eine Reaction, beziehungsweise ich will analysieren, welche Punkte juristisch eventuell angreifbar sind und welche nicht. Ansonsten den Link zu ihrem Video habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Das Ganze ist vom Zitatrecht auch gedeckt, weil ich mich inhaltlich mit den Themen in Bezug auf Juristisches auseinandersetze. Trotzdem schöne Grüße. Till Lindemann ist ja schon recht gut anwaltlich vertreten, was man so liest und hört. Bei Kayla weiß ich es nicht. Sie hat mit Sicherheit auch guten Anwalt. Ansonsten einfach melden. Was geht? Gehen wir rein. Gut, dann kleb. Dann starten wir mal die Aufnahme. Kann sein, dass ich hier stellenweise mal spulen muss. Das Video ist ja doch relativ lang, ne? Boah, das ist echt ein schweres Video. Ich war im Juni 2022 beim Rammstein-Konzert und wurde dort in der Halbzeit von einer russischen Frau namens Alena Makeva angesprochen und gefragt, ob ich zur Afterparty mitkommen will. Was danach passiert ist, war sehr beängstigend. Jetzt gerade kommt sehr viel raus, wovor ich sehr Angst hatte, als ich in der Situation war. Und anderen Mädchen ist es leider viel, viel schlimmer ergangen als mir. Und Hier vielleicht schon mal, das ist natürlich alles okay, das zu erzählen, ne? Sie war im Juni auf einem Konzert 2022. Die Geschichte mit Alena Makeva und so weiter sind alles Tatsachenbehauptungen, die dem Beweis zugänglich sind. Ich gehe in dem Fall davon aus, dass sie den Beweis führen kann. Interessant hier auch, wenn hier die Abmahnung von Lindemann in Bezug auf diese Dinge erfolgen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann kann Herr Lindemann hierzu natürlich überhaupt nichts sagen. Also das heißt, das sind alles Tatsachenbehauptungen, das ist okay, das wird sie nachweisen können. Ja, das mal zum Verständnis vorab. ich möchte hiermit meine Plattform und Reichweite nutzen und darüber berichten. Vor circa einer Woche war ein Mädchen namens Shelby bei seinem Konzert und wurde dort unter Drogen gesetzt, ist mit blauen Flecken und Druckspuren an ihrem ganzen Körper aufgewacht und war. Gut, das ist jetzt eine Passage, das ist heikel. Ein Mädchen namens Shelby war dort und wurde dort unter Drogen gesetzt, sagt sie her. Das sind natürlich jetzt Behauptungen, zu denen sie selbst nichts sagen kann. Wenn überhaupt, dann kann sie sich die Behauptungen Dritter zu eigen machen. Ob Shelby jetzt wirklich genau gesagt hatte, sie wäre unter Drogen gesetzt worden, weiß ich nicht. Aber das ist eine kritische Aussage, weil auch die Aussagen Dritter können einem vor Gericht als eigene Aussagen ausgelegt werden. Also das ist sicherlich heikel, die Geschichte hier mit dem unter Drogen gesetzt. Wobei sie natürlich nicht sagt, durch wen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Es heißt, Shelby wurde dort unter Drogen gesetzt. Ne? Mutig genug, sich dazu öffentlich zu äußern, was eine Welle an Opfern losgelöst hat, die das Gleiche beim Rammstein-Konzert erlebt haben. Damals, als ich auf dem Konzert war, habe ich direkt danach eine Story dazu gepostet, dass ich öffentlich darüber reden will, weil ich denke, dass was dort passiert, was ich erlebt habe, sehr falsch ist und Mädchen gewarnt werden müssen. Das Video ist bisher nie online gekommen und das hat mehrere Gründe. Mir wurde von meinem alten Management gesagt, ich soll die Story löschen und ich soll mich erstmal nicht öffentlich zu meiner Erfahrung bei dem Konzert äußern. Und egal, wem ich von dieser Erfahrung erzählt habe in der Industrie, hat mir jeder basically gesagt, nicht drüber reden. Das war die Reaktion von allen. Alle haben es klein geredet und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo Support habe. Damals habe ich auch im Internet geguckt und es war auch medial und im Internet super wenig dazu zu finden. Und dann hatte ich einfach Angst. Ich habe auch jetzt Angst, das Video zu drehen. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Es ist auf jeden Fall ein Risiko, dieses Video zu filmen und hochzuladen und mich dazu öffentlich auszusprechen. Nachdem ich gesehen habe, was Shelby passiert ist und was auch so vielen anderen Mädchen passiert ist, fühle ich mich echt schuldig, dass ich nicht früher irgendwas gesagt habe öffentlich, weil das vielleicht noch mehr Leute erreicht hätte. Jetzt habe ich das Gefühl, dass
es sicherer ist, dieses Video hochzuladen, weil mediale Aufmerksamkeit darauf ist und mir nicht so einfach was passieren kann. Till Lindemann ist der 60-jährige Frontsänger von der Heavy-Metal-Band Rammstein. Die weltweit sehr, sehr bekannt ist. Rammstein ist bekannt für Kontroversen, sehr radikale Äußerungen in Richtung rechtsradikal, in Richtung Gewalt gegen Frauen, in Richtung sexualisierte Gewalt, sowohl in den Songtexten als auch in Dingen, die von Till Lindemann veröffentlicht wurden. Wenn ich sage, Texte zu sexualisierter Gewalt, finde ich es immer schwer, sich darunter etwas vorzustellen. Das ist jetzt ein Punkt, da kann ich wenig zu sagen, weil ich die Texte und die Kontroversen hier nicht so kenne. Also ich kenne natürlich das Gedicht, was man da rausgezaubert hat und so. Da geht es sicherlich um sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Von daher würde ich mal sagen, die Aussage kann man so stehen lassen. Ja. Ist im Übrigen wahrscheinlich hier als Werturteil zu sehen. Und von der Meinungsäußerung gedeckt, sehe ich zumindest so. Stellen und das Ausmaß zu verstehen, was von diesen Menschen, von Till Lindemann, veröffentlicht wird. Deswegen würde ich euch gerne ein Gedicht vorlesen, was sehr verstörend ist. Und das ist von ihm geschrieben, veröffentlicht, das ist ein 100 Gedichten und das heißt, wenn du schläfst. Nee, ich glaube nicht, dass ich das Gedicht vorlesen kann. Ich finde es echt hart, ich kann es nicht aussprechen und würde euch das einfach mal hier einblenden, wenn ihr es euch durchlesen möchtet. Es geht in dem Gedicht darum, Frauen unter Drogen zu setzen und zu vergewaltigen. Er verherrlicht in dem Gedicht und beschreibt, wie sehr es Spaß macht und wie toll es ist, eine leblose, bewusstlose Frau zu vergewaltigen. Eine Zeile in dem Gedicht ist explizit auf K.O.-Tropfen im Glas bezogen. Mit der Erlaubnis von Shelby, mit der ich im Kontakt war, mit der ich geschrieben habe, erzähle ich einen Teil von ihrer Geschichte. Diese Geschichte hat alles ins Rollen gebracht und sehr, sehr, sehr viele Opfer haben sich bei ihr gemeldet und Sie stützt sich dann jetzt auf die Aussage von Shelby Lynn, hat hier offensichtlich auch das Einverständnis, zumindest habe ich jetzt keinen Grund daran zu zweifeln. Sie macht also deutlich, ich erzähle die Geschichte, die mir jemand anders erzählt hat. Kann man aus meiner Sicht so machen. Ich hatte vorhin schon gesagt, gibt Rechtsprechung zu dem Thema, dass auch wenn man Hörensagen Dinge von Dritten wiedergibt, dass einem das als eigene Meinungsäußerung zugerechnet wird. Hier geht es jetzt dann natürlich um die Frage, was ist bei Shelby Lynn nachweisbar und was nicht. Solange man es aber in den Kontext stellt, ich habe das von Shelby so gehört und das dann wiedergibt und hinreichend deutlich macht, ich selbst war da nicht dabei, könnte ich mir vorstellen, dass ein Gericht das so beurteilt, dass das in Ordnung ist. Ist zumindest meine juristische Ansicht. Sehr ähnliche Experience oder noch schlimmer berichtet. Und es läuft folgendermaßen ab. Es werden von einer gewissen Alena Makeva, von der ich erzählt habe, eine 40-Jährige, die für Rammstein arbeitet und sich Casting Director nennt, werden rekrutiert, sowohl auf Instagram als auch in Clubs. Diese Mädchen müssen einem bestimmten Dresscode folgen und müssen Bilder von sich und ihren Outfits im Vorhinein schicken. Hier ist zum Beispiel der Chatverlauf mit einem der Mädchen, die ich dort kennengelernt habe. Es werden nur Mädchen bei der Vor- und Afterparty eingeladen, nur junge Mädchen bis... Gut, sie stützt sich jetzt hier auf Aussagen, die sie von anderen Mädchen hat und auf Chatverläufe. Sind natürlich auch Tatsachenbehauptungen, die sie hier aufstellt. Wobei ich davon ausgehe, dass sie hier wohl Kontakt zu Mädchen hat und das auch entsprechend belegen kann. Ich bin immer ein bisschen auch in meinen Kommentaren über den Begriff des Rekrutierens gestoßen. Da haben viele gesagt, das wäre ja nicht rekrutieren, weil da fließt kein Geld oder sowas. Wenn ich das einfach mal in Google eingebe, kriege ich hier als Erklärung sich zusammensetzen, ergänzen oder in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Personen etwas zusammenstellen, zahlenmäßig aus etwas ergänzen. Zusammenstellen, das kann man aus meiner Sicht auch so durchaus sagen, wenn diese Dinge stimmen und belegbar sind. Und im Moment sieht es ja danach aus, ist auch nicht von den Rammstein-Anwälten bestritten bisher. Maximal 30. Nach unten hin gibt es keine Altersbegrenzung. Es wird gefragt, wie alt man ist, aber es wird kein Ausweis kontrolliert. Niemand stellt sicher, dass diese Mädchen, die dort hinkommen, volljährig sind. Shelby wurde dann zu seiner Party eingeladen und wurde mit den anderen... Die Aussage dahinter ist also, es werden keine Ausweise kontrolliert, aber man wird gefragt, wie alt man ist. Ist eine Tatsachenbehauptung. Könnte sie mittels altersstattlicher Versicherung in einem Eilverfahren belegen. Von daher halte ich zwar von der Art der Aussage natürlich für kritisch, aber so von der Meinungsäußerungsfreiheit wohl gedeckt.
Mädchen hinter die Bühne gebracht. Frage der Beweisbarkeit eben, ne? Dort, wo halt diese Pre-Party stattfinden sollte. Und von hier an lese ich euch vor, was sie getwittert hat, weil sie hat es am besten zusammengefasst und ich will auch keine Worte von ihr verdrehen. Ihr wurde praktisch gesagt, dass sie ausgewählt ist zwischen den DJ-Sets. Wenn so eine Pause ist und wenn so ein bestimmtes Lied gespielt wird, das Lied heißt Deutschland. Wenn das gespielt wird, soll sie unter die Bühne kommen. Ein Mädchen, was schon öfter bei diesen Partys war, sollte ihre Fresse halten über alles und sollte mit niemandem darüber reden. Ihr wurde gesagt, sie wird rausgeschmissen und wird nie wieder eingeladen, wenn sie nochmal irgendwem irgendwas darüber erzählt. Hier seht ihr einige der blauen Flecken, die sie gepostet hat. Es sieht aus, als wäre sie hart angepackt worden. So wie sie meinte, sie hat einige Erinnerungslücken, sie weiß... Gut, dieser ganze Chatverlauf, ich habe das jetzt nicht gelesen, hätte man pausieren müssen. Sind Tatsachenbehauptungen, ob das so abgelaufen ist, strafrechtlich sehe ich keine Relevanz. Ist eher eine moralische Geschichte vielleicht, ob man das so gut heißt oder nicht. Aber kann man so sagen, wenn man es eben hinterher entsprechend belegen kann. Ne? Nicht, wie das passiert ist. Um es nochmal zusammenzufassen, sie wurde auserwählt als die eine, die mit Till Lindemann zwischen seinen Sets Sex haben soll. Und das ist ein Prozedere, was bei jeder Show stattfindet. Es wird jedes Mal bei der Pre-Party ein Mädchen von Till ausgesucht, mit dem er Sex haben will oder die ihm einblasen soll, wenn das Lied Deutschland läuft. Es wurde ihr nicht kommuniziert, dass sie da hingehen soll, um Sex mit ihm zu haben. Das ist ein Prozedere, was immer so abläuft, sagt sie. Ist natürlich auch eine Tatsachenbehauptung. Müsste man halt entsprechend belegen, dass das wirklich bei jedem Konzert so ist. Habe ich keine Informationen, so kann ich nichts zu sagen. Weiß auch nicht, was Kayla hier entsprechend an Infos oder Belegen hat. Ich gehe aber davon aus, sie hat ein bisschen was. Sie hat gesagt, sie möchte nicht. Anscheinend ein Statement gepostet, verneint alles, was dort passiert ist. Dann noch die ganzen anderen Mädchen, die ihr geschrieben haben und genauso eine oder schlimmere Erfahrung hatten. Hat mir wirklich krass das Herz gebrochen. Es tut mir so unfassbar leid, dass Mädchen sowas erfahren mussten. Und für mich gab es jetzt keinen anderen Weg, als dieses Video aufzunehmen. Bevor ich zu den anderen Opfern komme, die sich bei Shelby gemeldet haben, wollte ich euch von meiner Erfahrung erzählen und warum ich bestätigen kann, dass das so systematisch abläuft und Mädchen rekrutiert. Gut, jetzt schwenkt sie über auf das, was sie selbst erlebt hat. Ist natürlich auch völlig okay, solange sie es belegen kann. Und ich habe es schon mal erklärt, sowas könnte sie belegen mittels einer eidesstattlichen Versicherung vor Gericht. War ja auch eine Freundin von ihr dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich glaube, da wird es beweistechnisch keine Schwierigkeiten geben. Weil ich eins dieser Mädchen war, die rekrutiert wurden und was damit alles nicht stimmt und was daran alles so abgefuckt ist. Ich bin am 4. Juni 2022 zum Rammstein-Konzert gegangen und habe eine Zuschauerin von mir mitgenommen, die ich mal bei einem Gewinnspiel kennengelernt habe und mit der ich mich super gut verstanden habe. Die ist gerade 18 geworden. Ich habe Karten für diese Feuerzone bekommen. Das ist diese ganz vordere Zone, wo sozusagen meistens nur die Ultra-Fans sind. Ich habe die Karten über Kontakte von meinem Management bekommen. Wir kommen bei dem Konzert an, haben Spaß. Es war irgendwann eine Pause. Es kam eine Frau zu uns, die relativ jung aussah, super sympathisch, super freundlich, hat gefragt, hey, ich habe euch gesehen und ich wollte euch fragen, ob ihr zur Afterparty kommen wollt. Und diese Frau heißt Alena Makeba, von der ich schon gesprochen habe, die auch in Verbindung mit Marilyn Manson war früher. Und ich habe dann erstmal gefragt, oh mein Gott, was für eine Afterparty? Weil ja, yeah, I work for Till. I just wanted to ask, it's gonna be so much fun if you want to come to the Afterparty. Und ich war erstmal so, oh, that's so cool. Where is the party? Is it here? Und sie meinte, yeah, it's right here. It's in the Olympia Stadium. It's right here. It's gonna be a lot of people. Nennen sie mal Lena. Lena und ich. Also Lena ist die, die ich mitgenommen habe. Lena und ich gucken uns an und sagen, hä, krass, ja, okay, cool, gerne. Und natürlich, wenn man hört, eine coole Afterparty, hört sich ja erstmal geil an. Sie meinte dann, ich soll ihr mein Instagram geben und sie schickt mir, wo wir hinkommen sollen für die Afterparty. Das Konzert war dann vorüber. Alena und ich haben dann geschrieben. Sie hat dann gesagt, okay, alles klar, ich komm raus, wartet da. Lena hat uns dann gefunden und abgeholt und ihr müsst euch vorstellen, sie war extrem nett. Sie war so richtig so, hi, hat uns umarmt und war so richtig so, ja, yeah, so. Girls hat uns dann angefangen, Fragen zu stellen. Und bei diesen Fragen habe ich mir zu dem Zeitpunkt nichts gedacht. Nichts. Sie war ultra nett zu uns und hat sehr zutraulich gewirkt. Erstmal hat sie gefragt, ja, how old are you? Und ich meinte halt so, ja, ich bin 20. Lena meinte, sie ist 18. Und dann hat sie gefragt, so, have you ever been to a Rammstein concert before? Are you girls really big Rammstein fans? Und ich habe geantwortet, ja. Yeah. Für diesen ganzen Part gilt natürlich auch, da sind ihre eigenen Erlebnisse. Das wird sie untermauern können mit eidesstattlicher Versicherung oder auch über die Zeugin, die dabei war. Ich bin schon wieder vor Gericht, also
die Freundin Lena, die sie hier nennt, die mit dabei war. Zumal das in einem Prozess Lindemann gegen sie wohl auch schwierig ist, für Lindemann das Gegenteil zu beweisen, weil er war ja überhaupt nicht dabei. Also eine eidesstattliche Versicherung von ihm würde da ins Leere laufen, ne? Ist klar. I like his music. I'm not like the biggest fan, but like I do like his music. Und da hat sie mir so einen komischen Blick gegeben. Sie meinte, ah, okay. War das erste Mal so ein Tick nicht ganz so freundlich aufgesetzt wie davor. Dann sind wir mit ihr so eine Treppe runtergelaufen und währenddessen hat sie dann so gefragt, yeah, it's gonna be such a nice party, hat uns so gesagt, wir werden Till treffen und es wird toll und so. Und ich war so, oh, ich muss nicht Till treffen, also so alles gut. Ich dachte mir so, Alter, das ist so. Ich spule mal ein bisschen. Ich glaube, das sind keine relevanten Aussagen, die hier kommen. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor. Großes Konzert, da sind so viele Leute, die mich beim Covid-Test anstellen. Diese Alena hat uns so da Reihe aufstellen. Der Covid-Stand hat zugemacht. Ich habe schon gecheckt, dass wir jetzt keinen Covid-Test machen und dachten mir so, und zwei Security-Männern. Digga, das war wirklich wie in einem Film. Und da ging es dann langsam los. Sag nicht jetzt, oh, warum seid ihr da in diesen Flur mit reingegangen? Digga, ich weiß doch nicht, was passiert. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wirklich, wenn ihr es besser wisst, dann ist es schön für euch. Ich wusste es nicht besser und viele andere Mädchen wissen es auch nicht besser. Und das ist auch normal. Man geht nicht von solchen Erfahrungen aus. Wir sind dann da in einer Reihe so runtergelaufen worden. Hinter uns wurde die Tür zugemacht. Da standen nochmal Security-Männer vor dieser Tür hinter uns. Da war ich halt schon verwirrt und habe diese Alena halt nochmal gefragt, wohin gehen wir? Ich habe laut gefragt, ich so, where are we going? Oh, it's just a little party, it's a more private party with Till, you know. It's gonna be so fun. Und da war ich aber schon halt mitten in diesem Flur, in diesem engen fucking Flur. Die ganzen Mädchen fangen an, da selbstverständlich reinzulaufen und links davon ist ein Tisch. Und die ganzen Mädchen werfen nacheinander ihre Handys rauf. Die Securities kontrollieren, dass jeder sein Handy rauswirft. Und da hätte ich eigentlich direkt umdrehen sollen und wissen sollen, okay, jetzt ist Schluss. Aber diese Alena stand da, hat mich angestarrt. Diese zwei Security-Männer haben mich angestarrt. Lena und ich waren die einzigen, die noch draußen waren. Und ich war halt so zögerlich und war so, warum soll ich mein Handy hier rauflegen? Und die war so, oh yeah, it's just for privacy reasons, you know, because we don't want any videos of Till, you know, it's just for privacy reasons. Hat mich halt gut, das ist wahrscheinlich auch sogar eine rationale oder eine nachvollziehbare Erklärung, weil sonst natürlich hunderte von Videos auftauchen. Von was auch immer. Ruhig. Sie war die ganze Zeit so da, wie so eine Mom, hat die ganze Zeit so, oh no, it's okay. Und dann so richtig beruhigend, was auch schon im Nachhinein so, das war so durchtrieben alles, Leute. Das glaubt ihr nicht, wie die mit uns geredet hat. Ich war halt unter miesem Druck. Da stehen vier Securities und ich war so, okay, okay. Und hab halt mein Handy darauf gelegt. Und dann gehen wir da rein. Da kam ich wirklich in einen Angstzustand. Die Tür wird hinter uns zugemacht. Das war einfach wie so ein Umkleideraum bei so einer Sporthalle mit zwei schwarzen Ledersofas in der Mitte. Links standen zwei Kühlschränke mit Getränken und ein Tisch. Auf dem Tisch stand Wodka und so. Da waren noch ganz viele andere alkoholische Getränke. Alles, was in diesem Raum war halt Alkohol und so zwei Couches. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so acht Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren auch wirklich so ein bisschen benommen. Die haben nicht gewirkt, als wären die da. Manche gar nicht. Ich habe die angeguckt, da ist nichts passiert. Also die waren wirklich leer und saßen. Manche waren so ein bisschen benommen. Jetzt kommen wir langsam in den interessanten Bereich. Auch hier gilt wie der Rest. Herr Lindemann wird hierzu überhaupt nichts sagen können, weil er nicht dabei war in dem Raum. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Und ich, wenn ich es euch im Kopf habe, ja auch später nicht. Von daher bleibt es bei ihrer Schilderung. Und ob sie es beweisen kann, beziehungsweise glaubhaft machen, etwa durch eidesstattliche Versicherung, kann sie. Und natürlich durch die Zeugenaussage ihrer Freundin. Also, rechtlich geht das wohl für ihre Seite aus. Halt so da auf dieser Couch. Das ist gerade mies creepy. Die ganze Atmosphäre war seltsam. Es war stockstill in diesem Raum. Keines dieser Mädchen hat geredet. Und auf einmal macht's Klick. Und ich denke mir so, Digga, das ist gerade gar nicht gut. Ich bin gerade in einer gar nicht guten Situation. In irgendeinem Raum mit zwei Couches, Alkohol und mit irgendeiner fremden Frau, die die ganze Zeit absichert, dass alles okay ist. Und schon als sie meinen Blick gesehen hat, meinte sie so, yeah, you want something to drink? You want, hat direkt was zu trinken angeboten. Till is gonna be here soon as well. Like, just have a drink. Und ich sag euch, dieser ganze Prozess von ihr reiht euch jetzt alle hintereinander auf, ohne Covid-Test, ohne Ausweiskontrolle und landet in diesem separaten Raum von einer Minute. Also das alles so schnell passiert. Und ich suche so den Blick von den anderen Mädchen in dem Raum und sehe so ein Mädchen, was genau den gleichen Blick hat wie ich. Unsere Blicke haben sich getroffen und sie sieht komplett verängstigt aus, von wegen, was zum Fick mache ich hier gerade? Dann sagt dieser Alena wieder, trink mal alle schon mal was und fängt an so Drinks auszugeben. Als sich der Blick von diesem Mädchen und mir getroffen hat, habe ich sie halt so angeguckt,
Und sie fragt dann so, sorry, where is the toilet? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss auch. Lena habe ich halt an der Hand genommen und wir sind schnell da auf Toilette rausgegangen. In so ein, da war so ein Nebenraum, wo die Toiletten waren. Es kommt noch ein Mädchen mit uns und ich sag so, Leute, was passiert hier gerade? Und dieses andere Mädchen, ich nenne sie mal, ich will jetzt nicht ihren Namen sagen, deswegen ich nenne sie mal Paula. Also Paula, die mich halt... Sie will nicht ihren Namen sagen, das heißt, ich folge daraus als schlauer Anwalt. Sie kennt den Namen und sie hat auch Kontakt mit den zwei anderen Mädels noch. Ist natürlich dann juristisch wichtig. So verängstigt angeguckt hat und mit mir draußen stand. Wir stehen dann halt separat in diesem Außenraum und ich sag, Leute, was ist hier los? Wo sind wir hier gelandet? Und dann fängt Paula an zu erzählen. Und Paula sagt dann Sachen, die mich komplett verstört haben, wo ich mir dachte, ach du Scheiß, wo bin ich hier gelandet? Und diese Paula sagt dann so, ich wurde hier schon zu der Pre-Party eingeladen. Weißt du, was hier gerade abgegangen ist? Ich war feiern im Club und wurde von dieser Alena angesprochen, ob ich kommen will. Und sie hat einfach nur gesagt, ob ich Rammstein-Tickets haben will, ob ich mal Bock habe, zum Konzert zu kommen. Und ich meinte halt ja. Und ich wollte einen Freund mitbringen, aber ich durfte nur alleine kommen. Und sie war halt auch schon bei der Pre-Party. Und da habe ich erfahren, was bei der Pre-Party abging. Und das habe ich jetzt schon von so vielen... Hatte das eine Mädchen da gerade ein Foto von jemand geschickt und gefragt, ob sie ihr Freund oder Freundin mitbringen kann und mutmaßlich diese Alena hat geantwortet, nein, Gästeliste ist schon voll. Okay. Auch vor Ort habe ich das noch von anderen Mädchen gehört. Es ist fucking wahr. Es haben tausende Mädchen das gleiche berichtet. Die wurden alle in diesem Raum schon vorm Konzert gesammelt. Denen wurden schon Drinks gegeben und irgendwann kamen halt Männer rein, unter anderem Till. Das weiß ich jetzt nicht. Es haben tausend Mädchen schon das gleiche berichtet. Kann ich nicht, halte ich jetzt eher für schwierig. Wird aber, glaube ich, auch für die Anwälte von Lindemann nicht relevant sein. Till Lindemann ist dann reingekommen, hat sich die ganzen Mädchen angeguckt und hat sich ein Mädchen rausgesucht. Und das andere Mädchen, was da war, also nicht Paula, sondern das andere Mädchen, was noch mitgekommen ist, sie hat das alles bestätigt und hat gesagt, ja, ja, die wurde ausgesucht, um ihn zwischen den Sets einzublasen. Der hat sich halt die eine ausgesucht und die wurde aus deren Gruppe, die standen ja in dieser Row Zero, mitten im Set rausgezogen und hat ihm unter der Bühne dann eingeblasen. Ob ihr davor gesagt wurde, was da abgeht und dass sie es machen soll, weiß ich nicht. Die Mädchen haben auch erst danach erfahren, dass sie die Auserwählte ist, um ihn einzublasen. Habe ich jetzt nur teilweise verstanden, aber wenn ich es richtig verstehe, ist das andere auch eine Bekannte von dieser Paula, die da die Nummer unter der Bühne. Was geht? Okay, also gilt das Gleiche. Hier ist ja dann Lindemann natürlich anwesend bei diesen Aktionen. Keine Ahnung. Ist halt eine Frage der Nachweisbarkeit. Ich gehe davon aus, sie hat den Kontakt mit den Mädels und die haben das entsprechend bestätigt. Also sicherlich interessant, was da rauskommt. Danach zurückgekommen ist und davon erzählt hat. Das heißt aber, die ganzen Mädchen, die zur Pre-Party gesammelt wurden, wussten nicht, ob sie auserwählt werden können. Paula... Aber nochmal, hat jetzt mit Strafrecht auch nichts zu tun, ja? Dieses, hey, du gehst unter die Bühne und... Ne? Steht eher auf einem anderen Blatt von Moral, Anstand und Ehre vielleicht. Muss jeder selbst beurteilen. Ganz sicher ihn kein Blasen wollte oder nicht die Auserwählte sein wollte, was wie abgefuckt das schon klingt. Sie wusste auch nichts davon, dass sie Teil der Auswahl sein soll. Und dann hat das andere Mädchen erzählt, ja, er kommt hier auch rein und er sucht sich auch hier seine Favoriten aus, so mit denen er halt Sex haben will. Und im Anschluss meinte sie, ihr könnt übrigens auch alles haben, also ihr könnt hier trinken, ihr könnt auch koksen, ihr könnt machen, was ihr wollt. So, ich war schon mal bei so einer Afterparty, die bieten euch ja alles an. Als ich das alles gehört habe, mein Herz hat so angefangen zu rasen, ich war... Das muss ich mir jetzt nochmal angucken hier mit dem Koksen. Und im Anschluss meinte sie, ihr könnt übrigens auch alles haben, also ihr könnt hier trinken, ihr könnt auch koksen, ihr könnt machen, was ihr wollt. So, ich war schon mal bei so einer Afterparty, die... Okay, also das andere Mädchen hat, jetzt sind wir wohl wieder bei der Party, wo Kayla anwesend war und sagt, also ihr könnt hier koksen oder alles haben. Ja? Auch für diese Aussage gilt Tatsachenbehauptung, dem Beweis zugänglich, Frage der Nachweisbarkeit. Ja. Bieten euch ja alles an. Als ich das alles gehört habe, mein Herz hat so angefangen zu rasen. Die bieten euch hier alles an, war das Zitat, um das es geht. Und das wird sicherlich, also wenn ich jetzt Lindemanns Anwalt wäre, wäre das ein Punkt, den man sicherlich angreifen würde, weil das natürlich ein harter Vorwurf ist. Ist auch hart, wenn's so ist. Muss man eben dann sehen, ob Kayla das entsprechend nachweisen kann. Hier haben wir wieder die Besonderheit, sie sagt nicht, ich habe das gesehen, sondern sie sagt, ein Mädchen hat mir das erzählt von anderen Partys.
Also steht und fällt das dann wohl mit der Aussage des anderen Mädchens, nicht wahr? Ja. Ich war komplett unter Schock. Paula war halt auch voll schockiert von dem Ganzen, was sie selbst gerade erlebt hat. Ich habe vor ein paar Tagen auch nochmal mit Paula gesprochen und sie hat, also Paula gesprochen und sie hat gesagt, dass sie so froh war, dass, und jetzt im Nachhinein auch so froh darüber ist, dass sie mich gesehen hat und dass ich sie zur Seite gezogen habe und dann meinte, ey Digga, was ist hier los? Weil sie meinte, alle anderen Mädchen haben so getan, als wäre das normal und sie dachte, dass sie gerade verrückt wird und sie sich auch einfach nicht getraut hat, obwohl sich das alles mega übergriffig für sie und falsch angefühlt hat, dass sie sich halt nicht getraut hat zu gehen, weil sie halt die ganze Zeit in dieser Gruppe war, die ganze Zeit von Securities und dieser Alena irgendwie umrudelt wurden. Weil ich weiß, Parzen werden jetzt so sagen, ja, aber wenn sie schon bei der Pre-Party war, warum ist sie dann nicht gegangen? Warum war sie dann noch bei der After-Party? Sie hat sich einfach nicht getraut, was zu sagen, sie hat sich einfach nicht getraut zu gehen, weil sie da halt auch alleine war. Aber alle tun hier so, als wäre das normal. Sie meinte so, kein Mädchen hat bisher was gesagt und dieser andere war so, ja, das ist halt Rock'n'Roll, so das ist der Lifestyle. Und ich war so, Digga, was für das ist so Rock'n'Roll? Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Wurde gesagt, ich gehe zu ganz normal Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute, ja, ist das eine normale Party, ist es hier nicht. Muss man, glaube ich, so hinnehmen, wie sie das sagt? Was das andere Mädchen gesagt hat, sie traute sich nicht zu gehen. Ich weiß, gibt es jetzt wieder die Rammstein-Seite, die sagt, das ist alles freiwillig und ihr könnt auch gehen und keinem wird was getan. Und dann gibt es die andere Seite, die das Gegenteil sagt. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, ich habe früher lange auch im Rahmen meiner Tätigkeit für den Weißen Ring mit Opfern von Straftaten zu tun gehabt, auch Sexualdelikte. Und ich habe das tatsächlich häufiger erlebt, dass Frauen oder Opfer da dann ein Problem hatten oder Angst hatten, wie das hier geschildert wird, eben zu gehen. Ja, also das habe ich auch schon häufiger so mit, oder was heißt häufiger, das habe ich ein paar Mal so mitbekommen im Rahmen meiner Tätigkeit. Wie gesagt, ich werte hier nichts. Ich sage nur, das ist schon ein psychologischer Mechanismus, der gut sein kann. Ja? Wie gesagt, ich war nicht dabei. Es wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einer Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie... Man muss Kayla natürlich auch glauben, wenn sie sagt, ich dachte, ich gehe hier zu einer normalen Aftershow-Party. Ob das naiv ist oder nicht, weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding, kann ich auch nichts zu sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jemand denkt, naja, ich treffe jetzt mal Till und dann wird ein bisschen geschwätzt, wie es ja auf der eigentlichen Aftershow-Party auch so ist. Diese Privat-Hinterzimmer-Geschichten, das ist ja nun was, was man nicht so häufig hört. Ich drück's mal so aus. Sei es drum, schauen wir mal weiter. Aber nochmal, weil ich das gesagt habe, mit Angst haben zu gehen und so weiter. Wir bewegen uns hier immer noch nicht im Bereich des Strafrechts, ja? Nur um das deutlich zu machen. Das ist eine moralische Geschichte, die kann jeder finden, wie er will. Gut, schlecht oder so mittel, nicht mehr und nicht weniger. Und Tillinnmann ausgesucht werden soll, so ein Scheiß. Da wusste ich, okay, ich muss hier sofort raus, bevor hier verfickt nochmal 60-jähriger Tillinnmann reinspaziert. Ich bin gerade hier als potenzieller Fick. Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. So, das ist der einzige Grund, warum ich da bin. Und diese Realisation war wirklich so schlimm, vor allem... Oh. Vor allem habe ich halt Lena auch da reingebracht. So, sie ist gerade 18 geworden. Sie hatte so Angst. Ich fühle mich schon verantwortlich, weil ich sie ja mitgenommen habe. Ich gucke Lena an. Ich habe gesagt, wir gehen sofort. Und sie war so, ja, bitte, bitte, lass gehen. Und dann gehe ich halt wieder in diesen Raum rein. Wirklich auch voll am Zittern. Sehe diese Zombie-Mädchen irgendwie da sitzen. Und ich weiß nicht, wie sehr man diese Panik realisiert, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ihr müsst euch vorstellen, bis dato war ich der Überzeugung, dass ich da einfach zu einer ganz normalen Party bin. Und auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt. Ein Mädchen war schon jetzt in eine sexuelle Aktivität mit ihm involviert. Ob sie das wollte, ob sie davon davor wusste, wusste ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und ich war so, oh mein Gott, Panik, Panik. Ich könnte halt die Nächste sein, die irgendwie... Okay, wir spulen mal ein bisschen. Das ist ja jetzt, glaube ich, der Part, wo sie dann geht. Die will mir jetzt noch einen Drink andrehen vorm Gehen. Die will mich irgendwie locker machen oder so. Tschüss. Ich habe gesagt, no, we have to go. Ich habe mich dann einfach umgedreht. Auch die Geschichte mit dem Drink halte ich jetzt... Zumindest so wie sie es berichtet, nicht für strafrechtlich relevant. Hier sehe ich auch nichts Angreifbares für die Lindemann-Anwälte, ehrlich gesagt, weil das Dinge sind, die man hier sehr leicht darstellen und glaubhaft machen kann aus der Sicht von Kayla.
hinter die Bar, wo es waren halt viele Leute da, wo man es nicht gesehen hätte. Das war gerade alles so eine Drucksituation, es war so intensiv. Kurze Zeit später, also ich glaube, es war so 10, 15 Minuten später, auch rausgestürmt kommt. Sie kam dann zu uns rüber und sie hat uns dann erzählt, dass Till nicht mehr dahin gekommen ist, sondern denen gesagt wurde, dass sie jetzt alle abgeholt werden, um in Tills Hotel zu fahren. Da hat sie dann auch gesagt, okay, sie muss halt jetzt gehen, sie wird jetzt nicht in das Hotel von dem fahren. Und meinte, dass es alles gerade mega scary war, dass die alle so rausschiffriert wurden durch so einen Hintereingang. Auch da wurde nicht kommuniziert, wofür, will ich nur dazu sagen. Ich bin echt froh, dass wir da rausgegangen sind. Gut, also das andere Mädchen, die sich hier mit Paula nennt, ist dann auch rausgekommen, als es gehießen hat, wir fahren zu ihm ins Hotel. So ist die Erzählung. Gilt das Gleiche wie in Bezug auf die anderen Tatsachenbehauptungen. Ich spare mir den Rest, das jetzt nochmal zu wiederholen. Schauen wir weiter. Weiß ja, dass ich, so wie ihr mich kennt, ich bin eine sehr starke, forsche Person in dem Sinne, dass ich halt Frau zutraue, nicht zu dem Mädchen zu kommen, Mädchen zu rekrutieren und sie zu der Afterparty zu lotsen. Und dann wird sozusagen nochmal aussortiert, wer da bereit ist, mit ihnen zu ficken und wer nicht, beziehungsweise eben nicht in jedem Fall. Und jetzt kommen wir zu der Problematik, weil Vorleute jetzt irgendwie sagen, ja, aber man weiß ja, worauf man sich einlässt und so, das ist halt genau das Problem. Ich will euch das jetzt ganz kurz nochmal zusammenfassen, dass ihr es checkt. Also diese Alena rekrutiert Mädchen zu der Afterparty, die alle maximal 30 sind, potenziell minderjährig. Es wird nicht kommuniziert, das ist eine After-After-Party. Potenziell minderjährig. Weiß ich nicht. Ausweise nicht kontrolliert. Mit Till privat ist. Es wird kommuniziert, dass es eine... Potenziell heißt ja nichts anderes als möglicherweise. Die Wahrscheinlichkeit besteht, könnte natürlich sein, gilt auch auf diese, in Bezug auf diese Aussage, das geht dann Hand in Hand mit der Frage der Ausweiskontrolle, ja, nein. Normale Party ist, selbst wenn man aktiv nachfragt, ob es in die Richtung Sex geht, so wie in Shelbys Fall, wird die gesagt, nein. Ich habe mir jetzt schon echt viel Erfahrung von anderen Mädchen durchgelesen und ich bin so froh, dass ich so früh realisiert habe, dass es gerade nicht sicher ist und dass ich hier raus muss. Das haben mir jetzt schon so viele Mädchen gesagt, sie haben keine Erinnerung an diesen Abend, obwohl sie nicht mehr viel getrunken haben. Also bei den Pre-Partys wird dann... Okay, jetzt kommt eine Aussage, wir haben keine Erinnerung an diesen Abend, obwohl wir nicht viel getrunken haben. Das haben ihr Dritte wohl erzählt. Das ist natürlich eine Aussage, die, gehe ich davon aus, auch angegriffen wird. Hier gilt wieder auch, sie macht sich die Behauptungen von Dritten zum Inhalt. Das heißt, das könnte mit ihr nach Hause gehen. Frage der Nachweisbarkeit, Frage der Belege, die im Hintergrund sind, kann ich nicht beurteilen. Ausgesucht, welches von den Fangirls, es sind halt, müsst ihr euch vorstellen, auch Fangirls, junge Fangirls, wer zwischen den Sets ihm einen bläst oder Sex mit ihm hat, und davon berichten so viele separate Mädchen von genau der gleichen Erfahrung, die ich halt auch mitbekommen habe. Bei Shelby wurde zum Beispiel sie ausgesucht, es wurde ihr nicht kommuniziert, sie hat nachgefragt, ob es für Sex ist. Schon beim Pre-Party wird entweder... Das weiß ich gar nicht, ob das bei Shelby der Fall war, dass sie nachgefragt hatte, fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Kenntnis dazu. Drogen genommen oder ihm wird Alkohol gegeben etc. Und dann bei der Afterparty werden Moment anscheinend mal. Schon beim Pre-Party wird entweder werden Drogen genommen oder ihm wird Alkohol gegeben. Schon bei der Pre-Party werden Drogen genommen. Okay, die Aussage muss man sicherlich auch kritisch betrachten, ja, ob man das so stehen lassen kann oder ob man es nachweisen kann. Allerdings sagte sie, werden Drogen genommen, ne? Nicht wird ihnen Drogen gegeben. Beispiel sie ausgesucht, es wurde ihr nicht kommuniziert, sie hat nachgefragt, ob es für Sex ist. Schon beim Pre-Party wird entweder werden Drogen genommen oder ihnen wird Alkohol gegeben etc. Und ihnen wird Alkohol gegeben, ist glaube ich logisch, weil da ja so eine Art Bedienung dann wohl auch da ist. Bei den Drogen natürlich interessant formuliert. Sie sagt nicht, es werden Drogen gegeben, sondern es werden Drogen genommen. Bei der Afterparty werden anscheinend nochmal, so wie ich, andere irgendwie aus dem Fire Circle, die für mega Fans gehalten werden und davon noch so abgecheckt wird, ah, seid ihr große Fans, die werden dann zur Afterparty gebracht, wenn er die potenziell ficken wollen würde. Und genau dafür ist halt diese Alena da. Dann wird bei der Afterparty Till Lindemann reingebracht. Die Mädchen werden besoffen gemacht. Sie trinken zusammen mit ihm. Anscheinend werden bei einigen Mädchen auch K.O.-Tropfen reingemacht, weil es gibt jetzt schon so viele, die... Okay. Anscheinend werden bei... einigen Mädchen auch K.O.-Tropfen reingehabt. Also das gibt mit Sicherheit juristisch Stress. Würde ich darauf wetten, dass das auch in der geforderten Unterlassung einer der Punkte war. Ich meine, sie fasst jetzt hier ein Geschehen zusammen, was sie wohl rekonstruiert aus den ganzen Berichten, die sie wohl hat und so weiter. Das ist ja jetzt so eine Art Zusammenfassung, die sie hier macht. Aber die Aussage ist heikel mit den K.O.-Tropfen. Ist ja auch der Grund des Strafverfahrens in Berlin, das läuft. Also
das sicherlich ein Punkt, wo man sich dann juristisch auseinandersetzen wird. Berichtet haben, dass sie keine Erinnerung haben, dass sie die Tage danach gezittert haben, gekotzt haben, dass sie nicht bei sich waren. Einige davon haben geschrieben, sie sind in seinem Hotelzimmer aufgewacht, mit Wunden, mit aufgerissenen Klamotten, dass sie sich nicht erinnern können, was passiert ist, aber sie wissen, sie spüren, sie hatten Sex. Aufgewacht mit Wunden, sie können sich nicht erinnern, sie hatten Sex. Ich weiß jetzt halt nicht, wo die Schilderungen herkommen. Da bin ich zu wenig im Thema. Ich weiß nicht, ob sie diese Schilderungen jetzt bekommen hat von Mädchen oder wo es ist, aber dafür gilt natürlich auch, das muss entsprechend beleghaft sein oder belegbar. Ne? Das heißt, es werden Fangirls da reingebracht, sie werden besoffen gemacht und dann sucht er sich aus, mit wem er Sex haben will. Und es ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und es ist natürlich auch die Frage, wer das Ganze tut. Sie hat nicht gesagt, Lindemann tut das. Ja? Ich meine, es schwingt so mit, dass das natürlich wohl mit seinem Wissen passiert sein soll, aber der schwarze Peter wird ja erstmal in Richtung Makeva, Alena Makeva gegeben. Wobei Makeva natürlich von ihm oder für Lindemann tätig sein soll. Drück mich vorsichtig aus, da fehlt mir auch wirklich der Background, was da jetzt unstreitig ist oder was da ermittelt ist oder was nicht. Alle noch mal zu realisieren, dass das alles ein Machtding ist. Er könnte sich für diesen ganzen Akt auch Escort-Damen nehmen, Prostituierte nehmen, aber es geht dabei um Macht und es ist genau die Krux an dem Ganzen, ist, dass den Mädchen nicht gesagt wird, wofür das ist und dass Druck ausgeübt wird und sie es dann trotzdem machen. Genau darum geht's. Wenn ihr euch jetzt, denkt, ja... Druck ausgeübt, damit die Mädchen es trotzdem machen, das sind jetzt natürlich auch entsprechende Vorwürfe, die mit Sicherheit auch Teil der Abmahnung waren, gehe ich von aus. Aber die Mädchen machen das doch mit oder keine Ahnung. Es ist genau das Ding, warum er Fangirls, die ihn idolisieren und natürlich ihn so auf den Podest stellen, sich denken, oh mein Gott, das ist Till Lindemann, das ist Rammstein, dass er die aussucht, das hat alles mit Macht zu tun. Dass er dann diesen Druck und diese Position als Gott für die ausnutzt und Sex mit ihm hat. Das ist halt so unmoralisch in seiner Position Fangirl. Und zwar bewusst alkoholisiert. Das ist jetzt natürlich auch so eine... hätte ich jetzt ihr vielleicht geraten, das hier nicht reinzuschreiben. Wäre zumindest vorsichtiger gewesen. Es sei denn, sie hat entsprechend was in der Hinterhand. Weiß ich nicht. Aber juristisch finde ich es grenzwertig. Zu nehmen, die auch ultra fucking jung sind und sie in solche Situationen zu stellen, in denen ihnen nicht vorher gesagt wird, wofür die rekrutiert werden und dann auf einmal es heißt, okay, jetzt bläst du mir ein, jetzt machst du's oder jetzt haben wir Sex, genauso wie eben in diesem Raum, wo auf einmal gesagt wird, okay, ihr steigt jetzt alle in die Vans und wir fahren jetzt in sein Hotel und ab. Es wurde auch von so vielen Fans berichtet, dass er vor dem Konzert mit Fangirls schon Sex haben muss, weil er anscheinend krank sexsüchtig ist und das haben auch voll viele Leute in der Industrie schon gesagt, natürlich nicht offiziell, weil keine krank, sexsüchtig, das ist so ein interessantes Beispiel dafür. Ist es jetzt Tatsachenbehauptung oder ist es Werturteil? Also kann man sowas nachweisen, kann man es nicht. Halte ich für ein bisschen schwierig. Ja, das nur am Rande. Also es gibt Dinge, dieses Beispiel hatte ich jetzt allerdings noch nicht gehört in meiner juristischen Karriere, aber es gibt ja immer Aussagen, wo man nicht genau weiß, ist es eigentlich noch Tatsachenbehauptung oder ist es eher schon Werturteil? Genauso wie wenn ich behaupten würde, jemand ist blöd oder so. Das ist sicherlich ja auch eine Tatsachenbehauptung, aber eigentlich ist es wertend gemeint, ne? Aber egal, ich schweife ab. Redet ja öffentlich darüber und dafür nimmt er sich eben keine Prostituierten oder Escort-Damen, weil das nicht dieses Machtding befriedigt. Deswegen nimmt er junge Fangirls, die halt beeinflussbar sind und die halt unter dem Druck sehr oft zusammenbrechen und sich dann eben nicht trauen, Nein zu sagen. Dieser ganze Komplex, da gilt das, was ich schon gesagt habe. Das werden die Anwälte sicherlich angegriffen haben und da wird man dann sich auch jetzt juristisch drüber auseinandersetzen, weil das natürlich auch Aussagen sind, kann ich mangels Kenntnis der Belege, die sie vielleicht hat, nichts zu sagen. Aber da steht ja dahinter, er könnte sich eigentlich Prostituierte nehmen, aber so ein Machtding, was er ausleben möchte, das sind natürlich harte Geschütze. Ist dann eine Frage der Nachweisbarkeit. Ich wiederhole mich. So, und das ist halt nochmal richtig wichtig, damit ihr nachvollzieht, was das alles für ein System ist. Sich bewusst Fangirls zu nehmen und ihnen nicht zu sagen, wofür sie da sind, ist halt komplett abgefuckt. Ich war ja nur bei einem Tag da, aber es gibt auch Mädchen, die mehrmals bei diesen Partys waren und ich habe mit welchen gesprochen und eine, die auch da war, hat erzählt, dass er unfassbar aggressiv wird. Das haben Mädchen aus der ganzen Welt auch berichtet, dass er reinkommt und anfängt erstmal zu trinken mit den Mädels, dass er sauer wird, wenn die Mädels nicht genug trinken. Es gibt Mädchen, die gerne Sex mit diesem Mann hätten, weil die so... Hören sagen die Geschichten,
War sie nicht dabei? Sie hat Lindemann ja nie getroffen. Gilt dasselbe, wie ich vorhin gesagt habe. Ist eine Frage der Beweisbarkeit. Krasse Fans sind, weil die ihn attraktiv finden, weiß ich nicht. Auch wenn die Anfang 20 sind und er fucking 60 ist und das ganze Verhalten ultra-pido ist, dass er sich so 18-Jährige da reinholt in seine Afterparty. Ultra-pido. Was geht? Hatte ich jetzt häufiger schon auf YouTube oder auch in meinen Kommentaren gelesen, dass sich Leute an dem Begriff stören. Pido natürlich von pädophil. Pädophilie eigentlich habe ich auch mal gegoogelt, wenn man auf Kinder steht vor der Pubertät. Sie sagt aber im gleichen Satz, die gerade so 18 sind. Wir hören noch mal rein. Weil die ihn attraktiv finden, weiß ich nicht. Auch wenn die Anfang 20 sind und er fucking 60 ist und das ganze Verhalten ultra pido ist, dass er sich so 18-Jährige da reinholt in seine Afterpartys oder Minderjährige. Weil ich habe ja mit. Oder Minderjährige. Das ist jetzt natürlich wieder dann kritisch, weil da möglicherweise je nach Alter der Minderjährigen auch wieder Straftaten im Raum stünden könnten. Von daher auch hier Frage der Beweisbarkeit. Das mit dem Ultrapido halte ich eigentlich für nicht so dramatisch. Also der Begriff für sich schon, wenn er auf Pädophilie abzielt, dann ist das eine Aussage, die die Anwälte sicher angreifen würden. Hier ist er beim gleichen Satz gesagt, die Anfang 20 sind oder so 18. Danach sagt er allerdings minderjährig. Passt aber nicht so zur ursprünglichen Bedeutung des Begriffes der Pädophilie, weil wie gesagt, das wäre vor der Pubertät und diesen Vorwurf sehe ich jetzt von Kyla hier nicht gemacht. Halte ich für eher ein wertendes Urteil. Ultrapido ist auch noch hier ein bisschen so Jugendsprache wahrscheinlich. Weiß ich nicht, bin ich zu alt. Der ganze Themenkomplex mit der Minderjährigkeit wird sicherlich angegriffen werden. Da gehe ich davon aus. Und dann kommt es eben wieder auf die Belegbarkeit an. Aber an dem reinen Begriff des Ultrapido würde ich mich komischerweise, wenn ich jetzt nur den Begriff gehört hätte, hätte ich mich juristisch dran gestört. Aber jetzt in dem Kontext, glaube ich, schwer angreifbar. Meine Meinung. Mit Mädchen dazu telefoniert, die ich auch kennengelernt habe, die dort waren, die ich dort gesehen habe und von denen ich weiß, dass die halt bei diesen Erfahrungen dabei waren. Denen gesagt wurde, sie dürfen nicht darüber reden. Es haben sich auch Mädchen bei mir gemeldet, nachdem ich diese Story gepostet habe und gesagt, hey, ich hatte auch so eine ultra seltsame Erfahrung beim Rammstein-Konzert. Und ich werde euch jetzt einige Vorfälle vorlesen von Mädchen, die sich bei Shelby gemeldet haben und von ihrem Vorfall erzählt haben. Und allen passiert wirklich das Gleiche, nur manche kommen besser weg und manche schlechter. Ein Mädchen hat geschrieben, I've experienced the same at Lindemann Tour. Das sind jetzt so Schilderungen von anonymen Damen, die jetzt entweder an Shelby gegangen sind oder an Kayla Shikes, das weiß ich nicht. Aber das müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht angucken. Dazu gilt natürlich auch, hier werden Dinge vorgelesen, wo man im Zweifel eben dann selbst für einstehen muss. Ich meine, sie distanziert sich, oder es ist schon klar, dass sie davon distanziert ist, weil es keine eigenen Erfahrungen sind. Aber es könnte eben sein, dass ein Gericht sagt, du verbreitest Dinge von anderen, wo du nicht genau weißt, ob das stimmt oder nicht. Also könnte das auch mit dir heimgehen. Insoweit geht es hier darum, wie viel kann sie belegen, wenn das zum Streit kommt, diese Schilderungen. Weiß ich ja nicht. Ich gehe aber davon aus, und das höre ich ja hier auch, sie hat mit vielen telefoniert, sie hat mit vielen gesprochen, dass da schon ein relativ gutes Netzwerk mittlerweile besteht. In 2009, dizzy. Before I got extremely high, happy and needed to touch all the girls around me, while I couldn't control my body. Und da stecken natürlich auch teilweise diese Vorwürfe mit Drogengabe drin, in dieser Sache, ne? In diesen anonymen Schilderungen hier. Wobei ich davon ausgehe, dass man schon die entsprechenden Kontaktdaten hat, mutmaße ich jetzt einfach mal. Aber das soll natürlich nicht veröffentlicht werden derzeit, ist klar. Jaw was locked and my neck was also locked backwards, so I couldn't lift my head. I remember almost nothing from the concert itself. Other Kelly und diesen ganzen pädophilen Vergewaltigern, die irgendwelche 15-Jährigen... Aha, jetzt gucken wir nochmal rein. Oh, wir lieben deine Videos irgendwie so. Und ich war so, Leute, ich bin gerade so aufgelöst. Ich habe da mit denen geredet und habe denen erzählt, was gerade passiert ist. Und die beiden gucken sich so an und sagen so, oh mein Gott, es stimmt also mit Tills Girls. Und ich war so, was meint ihr? Ja, man hört ja so Gerüchte. Wir haben schon von ein paar Leuten jetzt davon gehört, dass so Mädchen ausgesucht werden, die dann mit ihm Sex haben sollen in so einem Hinterraum. Und ich war so, ihr habt davon gehört? Und die so, ja, das wissen so Leute, die irgendwie mit ihm hier arbeiten und so. Das ist schon bekannt, dass es Tills Girls gibt. Aber Alter, wir haben es noch nie gesehen und wir haben es jetzt heute zum ersten Mal gesehen, dass ihr so,
Teil von diesem Mädchen war. Dann, als ich das auch meinem Ex-Manager gesagt habe und so mit Leuten darüber geredet habe, waren Leute wirklich so, ja, ja, wir haben auch schon davon gehört, so das wissen dort alle, wurde mir dann gesagt, ja, ja, red nicht darüber, das wissen dort alle. Und ich war so, Digga, das macht es noch tausendmal schlimmer, dass dort alle wissen. Es ist genauso eine Scheiße wie bei so R. Kelly und diesen ganzen pädophilen Vergewaltigern, die irgendwelche 15-Jährigen ficken wollen. Diese ganzen. Das ist genauso wie bei R. Kelly und diesen ganzen pädophilen Vergewaltigern. Jetzt war der Satz so lang, dass ich das nicht ganz zuordnen kann, ob sich das jetzt auf Lindemann noch bezieht oder nicht. Da müsste man es wirklich mal haarklein auseinandernehmen. Sollten die Anwälte hier einen Bezug herstellen mit dem Vergleich zu R. Kelly, der ja meines Wissens nach verurteilt ist? Muss kurz nachgucken. Ah, das ja. Wissen alle, deren Männer. Natürlich ist er verurteilt. 31 Jahre Knast. Daumen hoch. Also von daher, da müsste man gucken, ob jetzt wirklich ein Vergleich gezogen wird. Dann gilt das, was ich auch schon gesagt habe, Tatsachenbehauptung, wohl auch gepaart mit einem Werturteil, belegbar, ja, nein, wird wahrscheinlich stehen und fallen mit dem, was bei diesen ganzen Ermittlungen rauskommt. Ja? Wobei hier wieder der Vorwurf der Pädophilie dann eben im Raum stünde. Und ich glaube, Kayla interpretiert das ein bisschen anders als die ursprüngliche Bedeutung. Hier geht es ja überwiegend um junge Mädchen, aber jetzt nicht zwingend minderjährig, vielleicht minderjährig, hat sie gesagt. Also sicherlich auch ein Punkt des Anstoßes bei Lindemanns Anwältin. Ja, und alle Leute wissen davon. Das passiert bei jedem einzelnen Konzert. Und alle haben das so abgetan, weil sie ja erst wissen. Jetzt schon reingeschrieben, ich will nicht pauschalieren, dass wirklich alle davon wissen, die mit Rammstein zusammenarbeiten. Mir wurde kommuniziert, dass es in den Kreisen jedoch alles andere als ein Geheimnis ist. Also hier wird jetzt ein bisschen zurückgerudert, sicherlich auch rechtlich beraten, dass sie das nicht der kompletten Rammstein-Crew zurechnet. Hier alle. Ja, die Mädchen wissen es verfickt nochmal nicht zum großen Teil. Wie viele Mädchen auch sich nicht trauen, Nein zu sagen. Als Mädchen kann man das, glaube ich, so nachvollziehen, wenn man sich schon mal nicht getraut hat, Nein zu sagen, weil es einem gerade alles so eine Druck... Stand with Rammstein. Und das machen die Mädchen dann auch. Diese Mädchen, die so diese Ultra-Fans sind und halt einverstanden sind, machen mit, obwohl die genau wissen, dass es nicht so ist. Entweder die checken das nicht oder sie wollen halt noch Teil davon sein und wollen halt diese Connection nicht verlieren, weil ihr müsst euch vorstellen, für manche Mädchen, wenn das deren Idol ist, weil natürlich haben Mädchen... auch gute Erfahrungen gemacht, wo denen nichts passiert ist oder die einfach ganz andere Standards haben, was okay ist und was nicht und was kommuniziert werden sollte und was nicht. Aber das macht nicht okay, was den Mädchen passiert ist, die nicht wollten, was da alles vorgegangen ist und gerne... Okay, also sie differenziert hier schon. Sie sagt, gibt sicherlich Mädels, die da eine gute Zeit hatten, die auch einen anderen Anspruch an Dinge haben. Sie sagt aber, es gibt wohl auch welche, die das ein bisschen anders sehen und die vielleicht gerne vorher gewusst hätten, was da ablaufen soll. Kann man so stehen lassen. Kann man auch nicht angreifen, denke ich. Wüsste zumindest nicht wie. Gewusst hätten, worauf sie sich einlassen, so wie ich, dass ich gerne gewusst hätte, dass ich hier reingebracht werde, rekrutiert werde, um potenziell mit in ein Hotel genommen zu werden. So allein diese Situation ist grenzüberschreitend, dass ich mich in einer Situation wiedergefunden habe, wo ich als Sexobjekt für irgendeinen 60-Jährigen hingesetzt wurde, auf irgendeine verfickte Couch und mir Alkohol gegeben wurde. Sowas muss kommuniziert werden, es kann nicht sein. Und es ist so hart für Mädchen, das zu beweisen, weil ja die Handys abgenommen werden. Es ist so hart, genau zu zeigen, okay, er hat mich halt fucking... verprügelt, er hat mir Drogen gegeben. Es ist ja so schwer, das nachzuweisen, wenn man... Er hat mich verprügelt, er hat mir Drogen gegeben. Es ist natürlich ein bisschen kryptisch, ne? Sagt sie damit, dass Mädchen das sagen? Oder will sie jetzt allgemein auf was hinweisen, dass sowas schwer nachzuweisen wäre? Ich gehe aber davon aus, auch dieser Punkt ist Teil der Lindemann-Abmahnung. Das nachzuweisen, wenn man einfach keinen Videobeweis hat, aber so viele Leute wissen davon. Als ich angefangen habe, Leuten davon zu erzählen, haben die so getan, als wäre das keine Überraschung. Und dass Leute, die wirklich offen, gewalttätig und sexuelle Belästiger sind, links und rechts beschützt werden, nur weil sie Geld haben, Leuten Jobs geben, weil sie Macht haben. Es ist mir so egal, was Leute sagen, es werden bestimmt Leute sauer auf mich sein, dass ich dieses Video mache, aber wenn ich auch nur ein paar Mädchen beschützen kann, dass sie wissen, mögt, anstatt ganzen Mädchen zuzuhören, die sagen, sie sind verblutet aufgewacht, können sich an nichts erinnern. Man sollte sich auch mal seine Werte dann innerlich checken. Was verblutet aufgewacht, das ist auch, passt wieder zu dem, was ich jetzt eigentlich schon 100-mal gesagt habe, ist eine Frage der Belegbarkeit. Ne? Ganz einfach. Wichtiger ist die Sicherheit von Mädchen oder sein Idol.
Fakten. Es muss einfach aufgedeckt werden, was da passiert, weil das wissen so viele Leute und es ist so wichtig, dass darüber geredet wird. Es kann nicht sein, dass sowas dauernd in dieser Industrie passiert. Es ist, dieses Video zu posten ist einfach gruselig. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich wünsche einfach allen, denen irgendwas in die Richtung passiert ist, so viel Kraft und das Beste und Mut, darüber zu reden und oder Kraft, es zu verarbeiten. Das ist der Grund, warum so viele Mädchen sich nicht dazu äußern, weil sie denken, es wird ihnen eh nicht geglaubt. Gut, ich glaube, die wichtigsten Passagen haben wir. Zusammenfassung drüben. So, wow, das war ein langes Video. Viel drin. Ich muss aber sagen, zusammenfassend, was hier juristisch angreifbar ist, also Vorsicht, juristisch angreifbar ist ja erstmal alles, aber ich hatte dazu gesagt, Kayla hat es relativ einfach, die meisten Dinge mittels eidesstattlicher Versicherung glaubhaft zu machen. Sie hat auch Zeugenaussagen. Bei den anderen Dingen kommt es eben darauf an, wie viel sonstige Aussagen hat sie noch. Sie steht ja im Kontakt anscheinend mit vielen der Leute, die ihr da Dinge erzählt haben. Von daher bleibt da wirklich nicht so viel übrig, muss ich sagen, was jetzt wirklich juristisch ultrakritisch wäre. Und kritisch waren ja insbesondere die Aussagen in Bezug auf Drogen oder diese K.O.-Tropfen-Thematik und natürlich auch die Geschichte mit der Pädophilie, wie auch immer man das jetzt werten will durch ein Gericht. Ja, also war jetzt tatsächlich ein bisschen erstaunt. Ich weiß leider auch nicht, welche Passage da schon rausgenommen wurde und was sie da gesagt hat. Da hätte man sich das Video schon ganz zu Beginn mal angucken müssen und dann jetzt vergleichen. Das ist natürlich schwierig, aber ich denke, wir kriegen es dann schon noch raus. Spätestens wenn die gerichtlichen Dinge ausgefochten sind, kommt da sicherlich wieder was an die Öffentlichkeit. Aber für jetzt, wie gesagt, ein paar Punkte drin, aber nicht viel. Und vieles wird sie tatsächlich, so mutmaße ich mal, erfolgreich belegen können. Bei den anderen Dingen weiß ich es nicht, weil mir schlichtweg der Background fehlt. Und das ist natürlich auch bewusst im Moment von ihren Anwälten so gemacht, solange die Streitigkeiten andauern. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag. Genießt das heiße Wetter. Bis dann.